Klimawandel, Digitalisierung oder globale Gesundheit. Als Gesellschaft stehen wir vor großen Herausforderungen. Um diese zu meistern, benötigen wir das Know-how aller gesellschaftlichen Bereiche: Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und die Erfahrung des Alltags gilt es miteinander zu verknüpfen. Dafür steht Transdisziplinarität, ein zukunftsweisendes Forschungsverständnis mit einer klaren Leitidee. Jedes Wissen ist wertvoll. Und wie funktioniert das in der Praxis? WissenschaftlerInnen und NichtwissenschaftlerInnen erzählen von den Chancen und Herausforderungen eines gemeinsamen transdisziplinären Forschungsprojekts an der Technischen Universität Berlin zum Thema Schmecken. Wir kommen zusammen, wie wir das sonst nie tun. Wir bewegen uns raus aus der Universität, wir gehen raus aus dem disziplinären Denken und fangen an zu fragen, welche wichtigen Erkenntnisse brauchen wir für unser Leben, für unsere Gemeinschaft, was wollen wir besser machen. Im Schmeckprojekt haben wir versucht, mit transdisziplinärer Forschung neues Wissen zu generieren, indem wir näher versucht haben, heranzukommen an die Wirklichkeit des Schmeckens. Warum schmeckt was unter anderen Verhältnissen anders und warum kann man es nicht transportieren und nicht mitnehmen? Und da ist dann die Idee gewesen, die Leute einzuladen, die täglich schmecken auf ihre je eigene Art und Weise, in ihren je eigenen Kontexten, um mit uns zu versuchen, dieses Wissen zu heben. Überrascht hat mich vor allen Dingen das große Interesse, dass es so viele NichtwissenschaftlerInnen gab, die an dem Projekt teilnehmen wollten. Dass es eine Gruppendynamik gibt, in der gemeinsam geguckt wird, wo wollen wir hin und wie können wir da hinkommen. Das fand ich sehr befruchtend, zu einem Thema verschiedene Menschen zu hören mit ihren unterschiedlichen Einstellungen, die sie dazu haben. Aus meiner Sicht kann wirklich jeder Interessierte bei einem transdisziplinären Projekt auch mitmachen und dabei sein. Und jeder hat andere Erfahrungen, was er kocht, was er isst. Der eine isst Fastfood, der andere kocht sich jeden Tag was selber. Der eine ist Vegetarier, der andere isst Fleisch. Und so kommen sehr viele Menschen zusammen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und ihrem unterschiedlichen Wissen. Wenn man Bürgerinnenforscher einbindet, weiß man nie, was kommt. Also deshalb ist es eine extrem spannende Arbeit. Eine seltene Möglichkeit, eine Erfahrung mit spitzen Wissenschaftlerinnen mitdenken zu dürfen und da auch wirklich teilzuhaben und in Anspruch genommen werden. Gut gefallen haben mir die unterschiedlichen Personen, die da waren. Sie waren vom Typ sehr unterschiedlich, vom Alter, von der jetzigen Lebenssituation und auch von den Lebenserfahrungen. Und es wurde also keiner dabei ausgegrenzt, gesagt, deine Meinung ist nicht wichtig, sondern es wurde zusammengetragen. Herausfordernd war auf jeden Fall die vielen Ebenen von verschiedenen Sprachen. Also als Nicht-Muttersprachlerin einerseits, aber auch auch weil wir alle eine andere Fachsprache hatten. Dass es hilfreich sein könnte, jemanden von außen sich reinzuholen, der solche Fähigkeiten mitbringt und das Ganze ein bisschen moderiert. Personen im Projekt zu haben als Profis, die sich genau dieser Aufgabe annehmen. Und das sind nicht Citizens und das sind auch nicht WissenschaftlerInnen, das sind Kommunikationsexpertinnen. Ich glaube, es ist total wichtig, sich die Zeit am Anfang zu nehmen, zu einer Gruppe zu werden und zusammenzukommen, gemeinsam eben das auf eine Basis zu stellen, wohin wollen wir und wie wollen wir das. Also diesen Prozess von Anfang an klar zu machen, wir kommen hier zusammen, wir wollen explorieren und unterschiedliche Möglichkeiten erkunden, aber wir müssen nachher uns auch darauf einigen, in bestimmten Richtungen loszumarschieren. Und ich hätte nie vorher gedacht, dass es diese Schritte braucht, dieses Zurückgehen, auch mal mit Studierenden sprechen, um in dem eigenen Projekt weiterzukommen mit den PraxispartnerInnen. Ich sehe in der Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen und NichtwissenschaftlerInnen große Chancen. Ich denke, es ist wichtig, dass sie sich auf eine Ebene begeben und sich aufeinander einlassen. Ich glaube, die Chance, die große ist, ein Austausch überhaupt, also ein Dialog, miteinander ins Gespräch kommen und sich kennen und verstehen lernen in den verschiedenen Logiken. Dass wir es gemeinsam schaffen, was neu zu entwickeln. Und dementsprechend ist transdisziplinäre Forschung ganz vielfältig, was die Chancen angeht, weil sie auch ganz verschiedenen Problemen begegnen kann. Transdisziplinäre Projekte? Mit mir auf jeden Fall. Gemeinsames Forschen lohnt sich. Für wissenschaftliche Einrichtungen stellt transdisziplinäres Forschen eine zukunftsfähige Form des Erkenntnisgewinns dar. Auch die Politik betont die Bedeutung gesellschaftlichen Wissens für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Dafür stehen Ansätze wie Bürgerwissenschaften und Reallabore. Wow, transdisziplinäre Forschung in einer Geste. Ich würde sagen, es geht um Öffnung, Einsammeln
irgendwie viel suchen, zusammenbinden und einen Weg finden, geschlossen in einer Richtung auch produktiv zu werden.